Das hier ist eine Handspindel, mit dem normalerweise Wolle zu einem Garn gesponnen wird. Ich habe hier allerdings keine Wolle, sondern nur einen Faden, um das mal zu demonstrieren. Das wird hier in Rotation versetzt und verdreht hier den Faden und man zieht dann die Wolle hier aus der Hand zu einem Faden und es wird immer länger und länger. Und irgendwann nimmt man den Faden und wickelt ihn hier wieder um diese Flügel. Wie auch immer. So, und dann hängt man ihn wieder hier oben ein und dann geht es immer so weiter. Und am Schluss hat man hier ein Knäuel und dann kann man das hier rausschieben und lösen und die Brettchen trennen und es bleibt ein Knäuel zurück, den man dann einen Pullover stricken kann. Hier soll es jetzt allerdings nicht ums Spinnen gehen, sondern um diese Handspindel. Wie man sieht, besteht die aus drei Teilen, diesem konischen Stab und zwei Brettchen mit einem rechteckigen Loch. Und hier oben ist noch ein Haken. Das ist alles. Und die Frage ist, wie würden Sie diesen Stab herstellen? Wenn Sie Lust haben, können Sie mal das Video anhalten und sich Gedanken machen, wie Sie das selbst machen würden. Ansonsten zeige ich jetzt dann in weiterer Folge, wie es ich gemacht habe. Zunächst habe ich auf der Kreissäge einfach ein quadratisches Stück Holz runtergeschnitten und diese beiden Brettchen. Die Frage ist natürlich, wie bekommt man hier so eine gleichmäßige Steigung dran? Also zuerst habe ich mir überlegt, ich mache es mit der Kreissäge, das ist aber etwas unsicher. Dann wollte ich schleifen. Der Handwerker macht es natürlich mit dem Hobel. Aber ich habe mich dann entschieden, das mit der Oberfräse zu machen. Und wie genau, das möchte ich mal hier zeigen. Bei dieser Oberfräse lässt sich dieser Teil des Anschlages nach hinten verschieben. Und zwar wird es hier mit diesem Rad eingestellt. Dazu muss man hier die Schraube lösen und dann kann man das verstellen und dann wandert er nach hinten. Dadurch entsteht hier eine Stufe. Ja, man sieht jetzt hier, es ist nicht mehr in einer Ebene. Und der Fräser, der hier drin ist, ist allerdings bündig mit diesem Teil des Anschlages. Also man sieht hier diese Stufe, kommt ja gar nicht vorbei. Also wenn man von oben schaut, hier liegt es bereits an und hier ist ein Spalt. Dadurch funktioniert jetzt dieser Fräser wie eine Abrichte, ein Abrichthobel. Das heißt, ich komme hierher, dieses Material wird abgetragen, bis es genauso dick ist, wie das es hier anliegt und dann fährt es hier vorbei. Wenn man jetzt diesen Stab hier vorbeiführt, dann wird vorne Material abgetragen. Allerdings stoppt er hier und hier entsteht eine Stufe. Beim zweiten Durchgang, ich simuliere hier mal die Stufe mit dem Klötzchen, passiert Folgendes.
Vorne wird Material abgetragen und nach hinten hin wird immer weniger Material abgetragen, bis schließlich die Höhe der Stufe erreicht wird, wo wieder gar kein Material abgetragen wird. Das hat zur Folge, dass dieser Stab vorne immer spitzer wird und hinten immer die gleiche Dicke hat. Das mache ich dann auf allen vier Seiten und am Schluss schaut es dann so aus. Man sieht hier auch noch diese Stufe, die dann noch verschliffen wurde und die zur Folge hat, dass das bis hierher gut gleitet und dann hier blockiert. Hier werden nun die Kanten am Bandschleifer verschliffen. Zuerst habe ich mir überlegt, ob ich das nicht mit der Oberfräse machen soll, aber es funktioniert mit dem Bandschleifer wunderbar und ich nehme nicht extra die Oberfräse dafür in. Jetzt werden an den kleinen Plättchen die Mitten angezeichnet. Ich mache das gerne mit der Schublehre. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das werde ich oben rechts in der Ecke verlinken. Der Witz ist nämlich der, dass man hier gar nicht sehr genau arbeiten muss, sondern die Mitte einfach dann schätzen kann. Wie genau das geht, sieht man in dem Video, das oben in der Ecke verlinkt ist. Beim Vorstecher werden jetzt da die Löcher vormarkiert und jetzt wird mit einem 14 mm Bohrer ein Loch gebohrt. 14 mm ist genau die Stärke des Stabs, wo die Brettchen dann am Schluss hängen bleiben sollen. Jetzt zeichne ich noch die Kanten ein. Da dient mein Finger als Anschlag. Und die Senkrechte dazu machen wir dann Winkel. Leider sieht man das nicht so genau. Und jetzt arbeite ich mit der Stichsäge die Ecken aus. Und zwar bis in die Nähe des Strichs. In weiterer Folge werde ich das dann mit der Feile genau auf das Maß bringen, das es da haben soll. Unter der Stichsäge habe ich noch ein Brettchen hingelegt, damit man hinten keine Ausrisse bekommt. So, jetzt kommt es in den Schraubstock. Den Schraubstock, den habe ich seit 25 Jahren und ich habe ihn mir seinerzeit gekauft, weil der abschraubbare Backen hatte und ich mir gedacht habe, da könnte ich mal Schonbacken aus Holz draufschrauben und kaum 25 Jahre später habe ich das jetzt zum ersten Mal hier gemacht und ich muss sagen, es funktioniert wirklich wunderbar. Okay, die Brettchen werden auch noch verschliffen. So, die sollten nachher dann wirklich sehr glatt werden, damit die Wolle dann da auch nicht dran hängen bleibt, wenn man die rauszieht. Zu dem Bandschleifer gibt es übrigens auch ein Video. Okay,
Wo flüchtet der Moritz? Ich habe es dann noch fein geschliffen mit bis zu 240er Körnern, damit das wirklich ganz glatt ist. So, am Schluss dann noch das Loch für den Haken. Erstmal mit dem Vorstecher angebohrt und dann mit einem 1,5er Bohrer ein Loch gebohrt und, wie man jetzt sieht, na, zack, ist der Bohrer ab. Super. Ich habe ihn auch nicht wieder rausgebracht. Diese Handspindel enthält somit ein Geheimnis. Da steckt nämlich noch ein kleines Stückchen Bohrer mit drin. Ich hoffe, es wird nie jemand bemerken. Okay, alles zusammengesteckt und fertig ist die Handspindel. Ich hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht und ich bedanke mich fürs Zuschauen.